Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder. Wir nutzen jetzt das verlängerte Osterwochenende und fahren auf einen von uns sehr beliebten Campingplatz. Der ist nicht allzu weit weg. Und ja, berichten dann mal in diesem Video, was wir alles so an Aufbauten nutzen, wenn wir etwas länger stehen als eine oder zwei Nächte. Das zeigen wir euch nachher mal. Also, bis gleich. Tschüss. Tschüss. Wie schon am Anfang von Tine erwähnt, fahren wir auf einen für uns bekannten Campingplatz und zwar zum Camping- und Wohnmobilpark Kamerun in Waren an der Müritz. Eine genaue Platzvorstellung wird es in diesem Video nicht geben, da wir jetzt nur unser Außenequipment für eine längere Stehzeit auf dem Campingplatz zeigen möchten. Circa 2 Kilometer vor dem Ortseingangsschild auf der B192 in Richtung Waren an der Müritz geht es an der Kreuzung rechts ab zum Campingplatz. Und genau dort an der Einfahrt zum Campingplatz steht auf einem Sockel eine gut 7 Meter große und rund 32 Tonnen schwere Schiffsschraube als Wahrzeichen. Auf dem Parkplatz vor der Rezeption ist ein kleiner Wertstoffhof und Ver- und Entsorgung der Wohnmobile und Wohnwagen möglich. Beim Einchecken auf dem Campingplatz bekommt man je nach Bedarf 1 bis 2 oder 3 Chipkarten, die mit je 5 Euro aufgeladen werden, die man zum Duschen benötigt. Gleichfalls kann man mit einer der Karten die Schranken-Ein- und Ausfahrten bedienen. Und wenn man etwas die Orientierung verloren hat, landet man schon mal auf dem falschen Platz. Also kurz gewendet, nächste Einfahrt rein, anständig hingestellt, Stützen ausfahren, Strom anschließen und erstmal durchschnaufen. Und da wir jetzt ein paar Tage hier stehen möchten, haben wir uns entschlossen, unseren Fiamma-Teppich auszulegen, die Markise auszufahren, die Rainblogger zu montieren und die Außenküche mit Kochfeld zu installieren. Das alles zu zweit in 41 Minuten. Aber keine Angst, im Zeitraffer sind das nur 26 Sekunden. Das Ergebnis kann sich aber trotzdem sehen lassen. Das hat auch schon mal ganz gut funktioniert. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Nachbarn.